Eisen, Stahl und Aluminium, Materialien, aus denen die Firma Braun Maschinenbau aus Burweiler Geräte für die Arbeit im Weinberg herstellt. In der Werkstatt mit dabei die Bildungsministerin und Sebastian Waltemode. Er ist Doktorand an der TU Kaiserslautern und nimmt am Projekt Enoprom teil. Das Förderprogramm des Landes bringt Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Wir versprechen uns davon, gute Doktorandinnen und Doktoranden, die Möglichkeit hatten, auch schon Praxiserfahrungen zu machen. Wir können damit einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten und wir können Innovation schneller in kleinen und mittleren Unternehmen umsetzen. Sebastian Waltemode ist einer von 17 Doktoranden im Land, die mithilfe des Programms Praxiserfahrungen machen in mittelständischen Unternehmen wie Braun Maschinenbau. Bei der Doktorarbeit des Wirtschaftsingenieurs geht es um Dienstleistungen. Seine Methoden sollen den Unternehmen helfen, neue Wege zu gehen zwischen Firma, Händler und Kunde. Das Thema Enoprom ist für mich von besonderer Bedeutung, weil ich die Möglichkeit habe, in einer anwendungsnahen Promotion meine Arbeit durchzuführen. Das heißt, die Arbeit landet nicht nur in der Bibliothek, sondern wird hinterher auch in der Industrie weiter umgesetzt. Wahrscheinlich auch im Pfälzer Familienbetrieb Braun Maschinenbau, auch wenn es den Firmenchef 60.000 Euro kostet. So könne man Fachkräfte wie Sebastian Waltemode direkt von der Uni abgreifen. Eine Win-Win-Situation für beide, Wissenschaft und Wirtschaft.